Hey Lesefreaks, herzlich willkommen bei Schwarz auf Weiß. In diesem Video geht es um die Bücher, die ich im Monat September gelesen habe. Das waren zwei sehr gute Sachbücher und zwei belletristische Titel. Außerdem habe ich drei Kinderbücher gelesen, die ich euch gerne kurz vorstellen will. Und dann habe ich außerdem noch ein Hörbuch gehört. Das war also alles in allem ein sehr produktiver Lesemonat für mich. Und wir fangen mal mit den beiden Sachbüchern an. Da gab es einmal von Manal al-Sharif Losfahren. Das Buch ist 2017 im Secession Verlag erschienen, ist knapp 380 Seiten dick. Und ich hatte damals vom Thema und von der Autorin schon mitbekommen, aber seitdem stand das Buch ungelesen bei mir im Bücherregal. Ich halte mich ja gerade sehr stark zurück, was den Kauf neuer Bücher angeht, und deswegen fällt es mir gerade sehr leicht, ungelesene Bücher anzupacken und so meinen Sub ein bisschen runter zu schmelzen, und das kann sich mitunter richtig lohnen. Losfahren ist so ein Titel. Die Autorin stammt aus Saudi-Arabien. Sie ist gläubige Muslima und hat IT-Wissenschaften studiert. Unter anderem hat sie jahrelang für die Ölfirma Aramco gearbeitet. Das ist genau die Ölraffinerie, die gerade oder vor kurzem schwer von diesem Drohnenangriff getroffen wurde. Und bei Aramco war sie für die Systemsicherheit zuständig. Bekannt geworden ist sie aber dafür, dass sie Mitgründerin der Kampagne Women to Drive war, die sich mit zivilem Ungehorsam dafür eingesetzt hat, dass sich Frauen in Saudi-Arabien auch ans Steuer eines Autos setzen dürfen. Und vielleicht wisst ihr auch, dass das seit dem Jahr 2018 tatsächlich auch erlaubt ist. Aber als sie das Buch geschrieben hat, war das noch überhaupt nicht so. Und sie wurde sogar eine Zeit lang ins Gefängnis gesteckt, weil sie es gewagt hat, in der Öffentlichkeit zu fahren und sich dabei auch noch zu filmen. Und das schildert sie hier natürlich auch. Was mir in dem Buch gut gefallen hat, ist, dass sie den Leser wirklich an der Hand nimmt und anhand ihrer eigenen Lebensgeschichte, ihrer Kindheit, ihrer Jugend und dem Eintritt ins Arbeitsleben so erklärt, wie die Gesellschaft in Saudi-Arabien eigentlich tickt und vor allem auch, was für fürchterliche Zustände dort für Frauen herrschen. Ja, es geht da jetzt noch nicht mal um das Thema Gleichberechtigung, sondern wir reden davon, dass die Hälfte der Bevölkerung fundamentale Grundrechte überhaupt nicht bekommt. Ja, was das im Alltag bedeutet, dass Frauen für alles, nämlich eigentlich bei allem, was sie machen, einen männlichen Vormund benötigen, der dann nach seinem Gutdünken über die Belange der Frau entscheiden kann, das zeigt sie hier in ihrem Buch, und sie schildert auch, wie gewalttätig es oft in saudi-arabischen Familien zugeht. Ja? Also Prügel gehören da einfach dazu. Sehr spannend fand ich auch, was sie zum Thema Religion zu sagen hat. Ja, sie durch die Indoktrination in der Schule hat sie sich zu einer radikalen Salafistin entwickelt, und es macht sich dann auch an der Kleidung, an dem Verhalten bemerkbar. Auch zu Hause hat es dann für jede Menge Stress gesorgt, zum Beispiel mit ihrem Bruder. Ja, dessen Kassetten hat sie dann gelöscht, und dann mit den Eltern, weil sie dann immer wollte, dass der Fernseher ausgemacht wird, wenn irgendwo Musik läuft, weil das eine schwere Sünde darstellt. Und sie beschreibt sehr genau, was passieren musste, damit sie sich von diesen radikalen Ansichten befreien konnte. Und Auslöser waren dafür die Terroranschläge vom 11. September. Die meisten Täter damals kamen ja aus Saudi-Arabien, und für Manal al-Sharif war das genau der Grund, ihre Überzeugungen und die Predigten, die sie gehört hat, mal sehr genau in Frage zu stellen. So, und all das ist in diesem Buch sozusagen die Vorgeschichte dazu, die zu ihrer Verhaftung im Rahmen dieser Kampagne Women to Drive geführt hat. Das ist auch sprachlich absolut spannend. Das hat mich von der ersten Seite an gepackt. Das war ein Buch mit einem riesigen Erkenntnisgewinn. Ein tolles Buch, das ich wirklich jedem sehr ans Herz lege. Und das ist was ich von dem nächsten Titel absolut nicht behaupten kann. Willpower Doesn't Work heißt das, und das Einzige, was hier nicht funktioniert, dieses ganze Scheißbuch. Ja, ihr wisst, ich fackel nicht lang, wenn mir ein Buch nicht gefällt, dann fräse ich mich da auch nicht durch, und hier hatte ich wirklich nach 25 Seiten die Nase sowas von gestrichen voll. Ja, worum soll es hier bei Benjamin Hardy eigentlich gehen? Darum, dass wir nicht wie die Tiere so an unserem Grid arbeiten müssen, wenn wir unser Leben ändern wollen, sondern dass es viel smarter ist und zu viel größeren Veränderungen unterm Strich führt, wenn wir die kleinen Dinge ändern, wenn wir so unsere Gewohnheiten packen.
Also wenn wir uns mit anderen Menschen umgeben zum Beispiel, oder wenn wir einfach andere Dinge tun und die Veränderung sozusagen dadurch in unser Leben holen, anstatt in unserem Alltag einfach nur so ein Fass aufzumachen und ständig irgendwelche Konflikte zu haben nach dem Motto, ah, eigentlich müsste ich jetzt das machen, eigentlich sollte ich jetzt das tun, und dann jahrelang uns selbst irgendwas so vor die Nase setzen, was uns dann so in Versuchung führt, irgendwas anderes zu tun. Also wenn meine Idee zum Beispiel jetzt ist, dass ich abnehmen will und so einen gesunden Lifestyle führen will, dann ist es vielleicht kontraproduktiv, wenn ich zweimal die Woche in eine Raucherkneipe mit Kumpels gehe und da rumhänge mit Leuten, die gerne saufen und Chips essen und irgendwie so ein bisschen depressiv sind. Gut, so, ja, soweit so gut. Das Thema ist gut, das Buch hat mich angefixt und der Autor ist wohlgemerkt Psychologe, aber was er dann hier schreibt, ist nicht nur stilistisch furchtbar arm, ja, sondern auch komplett belanglos, ist ungebildet und es kommt total selbstgefällig rüber. Und ich habe dann an dem Punkt abgebrochen, bei dem dann so als Referenz für neuronale Prozesse hat er dann angefangen, aus einer Stelle von so eine Stelle von König der Löwen zu analysieren, ja. Und da habe ich dann echt das Buch in die Ecke gefeuert, ja. Also vielleicht gebe ich dem Buch irgendwann noch mal eine Chance, aber wahrscheinlich eher nicht und vermutlich landet es eher schon in Kürze in einem offenen Bücherschrank. Oh, dann machen wir mal mit der Belletristik weiter. Gelesen habe ich von Komachida vom Versuch, einen Glücksgott loszuwerden. Das sind zwei Erzählungen. Der Titel ist im Kass Verlag erschienen und beide Erzählungen hier drin haben mir sehr gut gefallen. Und es geht in beiden Fällen mehr oder weniger um liebenswerte Loser, die so am unteren Rand der japanischen Gesellschaft leben. Ja, der eine, der hat keinen Bock zu arbeiten, der wird von seiner Frau verlassen und dann beim Versuch, diesen titelgebenden Glücksgott loszuwerden, der ihn unglaublich nervt, weil er auch immer umkippt und so, holt er dann noch einen Kumpel mit ins Boot und dann ist das Chaos in Kürze auch schon perfekt. Ja, also nach dem Motto, wer saufen will, der braucht auch Geld. Und das bedeutet, die beiden, die müssen jetzt jobben gehen und das wird dann sehr, sehr lustig. Auch ein bisschen traurig und auf jeden Fall sehr rotzig und auch komplett schräg und ungewöhnlich, ja. Es gibt sehr überraschende Wendungen in der Handlung, die will ich nicht spoilern, nur so viel. Die beiden begeben sich dann auch auf eine längere Reise, um bei einer TV-Produktion mitzuwirken, die sich um so einen ominösen Künstler dreht. Und das ist echt dann zum Schießen komisch. Ja, etwas besser hat mir noch die zweite Erzählung gefallen. Auch hier geht es um so einen Underdog und auch hier tut er sich mit einem Kumpel zusammen. Und auch hier machen die beiden sich dann auf eine Reise und in diesem Fall wollen sie eine Urne überbringen und das geht dann so richtig in die Hose. Ja, das ist vielleicht noch schrulliger als die erste Geschichte. Und aber zweite Erzählung hier wurde von der Verlegerin Katja Kassing übersetzt. Und die funktioniert auch besser als die erste, weil die ist so ein bisschen sperrig und lässt sich zum Teil schlecht lesen, beziehungsweise noch schlechter vorlesen, weil die Verben zum Beispiel einfach dann irgendwie so spät kommen, so Thomas Mann-mäßig irgendwie. Gut, nach meiner letzten eher enttäuschenden Erfahrung mit dem Kass Verlag habe ich hier in diesem Fall wirklich nichts zu meckern. Das ist super Unterhaltung, gutes Buch, auch wenn man jetzt vielleicht nur sehen konnte, dass das hier kein Roman ist, sondern zwei Erzählungen von Komachida hier drin abgedruckt sind. Als Klappentext gibt es nur so eine kurze Leseprobe, aber also mich hat es jetzt nicht gestört und ich kann dieses Buch auch auf jeden Fall empfehlen. Und das Gleiche gilt auch für Die Prinzessin von Emanuel Bayar-Maktam hat es geschrieben. Wer hier regelmäßig dem Kanal folgt, der weiß, dass ich hier auch schon mal Ich komme von derselben Autorin und aus demselben Verlag vorgestellt haben. Das ist nochmal der Sezession Verlag. Soweit ich weiß, ist das auch der einzige Verlag, bei dem die Werke der Autorin in deutscher Übersetzung erscheinen. In diesem Roman geht es um Daniel, der führt so eine Art Doppelleben. Zu Hause gibt er immer den braven Adoptivsohn und nachts arbeitet er aber in Frauenkleidung, also Entertain-Dame in einem Nachtclub. Und er versucht auch so seinen Körper femininer zu machen durch Haarentfernung und durch Hormonzugaben. Also das Ganze spielt so in der LGBT-Szene. Und dieser Daniel ist auf eine sympathische Art komplett verkorkst. Ja, er vergöttert zum Beispiel so seine Adoptivmutter. Und das Ganze hat irgendwie auch so eine stark sexuelle Komponente.
hat Stress mit dem Stiefvater und ein unglaublich kompliziertes und auch sehr ereignisreiches Liebesleben. Und das Ganze ist so eine Art innerer Monolog. Und die Sprache auch in diesem Buch ist wirklich atemberaubend. Ja, ihr könnt es euch echt nicht vorstellen, ja, was die Autorin hier schafft, was der gelingt. Ne, man hat fast das Gefühl, dass man in den Schuhen von Daniel steckt, und es ist doppelt interessant, ja, weil an den meisten Stellen will man überhaupt nicht in den Schuhen von ihm stecken. Und diese Scharade von ihm, die gerät natürlich im Laufe des Buchs dann so richtig ins Wanken, was unter anderem daran liegt, dass er sich so einen Typen so gefügig machen will, der am Anfang der Geschichte noch im Knast sitzt. Ich habe jetzt noch nicht viele Bücher gelesen, die in dieser Szene spielen, und auch deswegen war es sehr spannend, ja, aber darum, worum es hier eigentlich geht, das ist diese außergewöhnliche Sprache, ja, und wer sich für solche Bücher interessiert, mit einer besonderen Sprache, der wird bei Die Prinzessin von auf jeden Fall fündig. Das ist das perfekte Buch, das perfekte Geschenk und geradezu ramdösig ist im Vergleich dazu mein Hörbuch gewesen von Murakami, das war die französische Ausgabe der Pilgerjahre des farblosen Herrn Tasaki. Ich habe ganz schön lange gebraucht, um in das Buch reinzukommen, und ja, ihr werdet jetzt sagen, ja, der spinnt, aber ich habe sehr, sehr wenig von Murakami nur gelesen und habe mir gedacht, ich schließe diese Bildungslücke hier mal und tue mal ein bisschen was, um mein Französisch aufzupolieren, und das hat auch überraschend gut funktioniert. Also ich konnte sehr gut folgen, und wenn ich mal was verpasst habe, dann eher, weil ich mal eingeschlafen bin abends beim Hören oder weil ich mal abgelenkt war und irgendwas anderes gemacht habe. Aber so sprachlich ging's. Und Tsukuru Tasaki stellt sich in diesem Buch der Vergangenheit. Der hatte in der Schulzeit eine Clique, die sehr, sehr, sehr eng waren. Und im Studium bricht dieser Kontakt plötzlich ab. Alle schneiden ihn und sagen ihm auch, melde dich nicht mehr bei uns. Und er spielt dann mit dem Gedanken an Selbstmord sehr lange und kriegt emotional nichts mehr so richtig auf die Pfanne. Und ja, das ist dann alles auch ein bisschen sehr japanisch. Es wird alles, die ganzen Emotionen werden sehr genau geschildert. Er igelt sich so richtig ein. Und so all diese intellektuellen Feinheiten und Gefühle, die werden so hoch und runter dekliniert, dass er auch ein bisschen langatmig war. Gut, und dieser Tsukuru, der hat so ein Faible für Bahnhöfe, das ist ganz spannend gewesen. Und das macht er dann auch zum Beruf, ja, dieses Interesse. So, und später schafft er es sich so ein bisschen zu öffnen und geht so in eine Beziehung mit einer Frau ein. Also er hat sowas mit ihr am Laufen, aber so richtig zusammen sind sie nicht. Und die bringt ihn dann aber dazu, der Sache von damals doch mal auf den Grund zu gehen. Und sagt ihm, du musst mal rausfinden, warum deine Freunde dich jetzt nicht mehr mit dem Arsch angucken. Und das macht er dann auch. Und es stellt sich dann heraus, dass es um ein sehr schweres Verbrechen geht. Ja, also der Roman wird dann auf einmal so ein bisschen zu einer Kriminalgeschichte. Und ab dem Punkt geht es dann wirklich los, und dann fängt es auch an, wirklich spannend zu werden. Ne? Und er nimmt dann Kontakt mit all seinen Freunden von damals auf und erfährt, was die dann so wie es denen dann in der Zeit ergangen ist. Und also ab diesem Punkt ist es dann wirklich auch super spannend. Ne? Dann gibt es auch so ein paar Liebeselemente noch, und er arbeitet wirklich diese Sache von damals auf. Ja? Das Hörbuch hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ich habe es bei Audible gehört, trotz auch der Längen am Anfang. Für Leute, die es ganz sehr psychologisch mögen und die auch ihre Freude daran haben, wenn es so sehr kultiviert, sage ich mal, und ein bisschen gespreizt zugeht, ist das genau das Richtige. Man könnte so sagen, es ist so ein bisschen das Gegenteil von Komachida gewesen. Oh, ich mag jetzt dieses Video, wird ein bisschen lang für meinen Geschmack. Deswegen vielleicht so als Teaser für das nächste Video, das ich machen werde. Ich war eine Woche in der Schweiz abgetaucht, im Oberengadin mit einem Freund. Und da spielen auch diese drei Schweizer Kinderbuchklassiker, nämlich das Schellenursli und die beiden Nachfolgebände Furina und der große Schnee, Florina. Und das sind gereimte und illustrierte Kinderbücher, ganz süß. Aber Obacht, sind nicht alle Teile gleich gut. Und ich würde sagen, im nächsten Video stelle ich euch nicht nur diese Bücher, sondern auch mal den Schellenursli-Weg im Schweizer Art Guarda mal ein bisschen vor. Widersprecht mir, wenn ihr andere Meinung zu den Büchern habt. Ich bin auch sehr dankbar, wenn ihr Lesetipps für mich habt. Unter anderem würde ich mal
gerne wissen, was von Murakami ich denn unbedingt mal lesen soll. Postet es hier unten in die Kommentare. Ich freue mich sehr darüber, von euch zu lesen. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao.